Total und recht herzlich willkommen bei Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV, NRW TV, gibt's alles nicht mehr, wisst ihr ja, UPROM TV, Du bist TV, gibt's alles nicht mehr, seit 1995 waren wir on air und so weiter und so fort. Seit dem 3.7.2017, richtig, 3.7.2017, alles digital, Freenet und Co. macht die Kunden froh. So, unsere Kunden stinkesauer, jeden Tag da, jetzt gerade auch, da habe ich gesagt, gut, ich mache eine Sendung und frage allen, habt ihr auch solche Probleme mit der Firma Freenet TV? Freenet TV, die halt euch per Funk den Sender zukommen lasst in HD. Gut, HD braucht sich keiner bei den Fernsehsendern da. Die Jugendlichen zwischen 14 und 24, ist klar, wir gucken Netflix. Ich bin zwar kein Jugendlicher mehr, aber ich gehöre dazu. Wir gucken Netflix, wir haben keine Probleme damit, ist klar. Wir haben auch Amazon TV und so weiter, wir streamen. Wir gucken kein Fernsehen mehr wie die etwas Älteren. Aber die etwas Älteren, die halt Freenet haben und damit nicht klarkommen, die sich da ihre Bankdaten haben hinterlegt und dann lief da irgendwann mal was schief und schon beginnt der Ärger. Ja, also viele Kunden haben die Codekarte eingesetzt. Wir haben sie besorgt, wir haben sie eingesetzt, die Codekarten liefen, war alles in Ordnung und plötzlich war Ende. Die Frage lautet nur, wieso, weshalb, warum. Bei Freenet kann man weder Freenet geht nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Man muss auf ihre Seite, man muss dort angemeldet sein, man muss auch seinen Receiver dort angemeldet haben mit seinem, ne, das entsteht daraus ein Code. Die wissen halt, das Gerät XY ist angeschlossen unter dem Namen, aha, und so weiter. Wenn einer irgendwie das Gerät weiterleitet, irgendeinem verkauft oder irgendeinem verschenkt, fängt der Ärger an. Das ist eben so, weil der Receiver ist bei denen registriert, nicht nur die Karte, sondern der Receiver. So, und die können dann da alles machen. So, bei einem Kunden ist es schief gelaufen, der möchte halt nicht mehr, dass abgebucht wird, aber nein, Freenet will andauernd abbuchen etc. pp. Man kann da auch nicht hergehen und das kündigen. Weil wenn man dann in eine Art Kündigung eintippt, dann ist ja alles weg. Da weiß man nicht, ist jetzt das annulliert, dass die nicht abbuchen, die 5,75 im Monat. Oder aber ist alles komplett weg. Das, ne? Also man kann seine Daten dort nicht wegmachen. Die Daten bleiben. Und das Problem ist ja, dass jeder eine E-Mail haben muss. Viele ältere Leute haben überhaupt keine E-Mail. Da läuft eine E-Mail über jemand anderem und so weiter und so fort. Also mit Freenet sind die Kunden nicht zufrieden. Überhaupt nicht zufrieden. Also das Angebot über Freenet macht keinen Spaß. Wenn wir als Führung mit den Führungskräften der anderen Firmen uns unterhalten, die sagen, warum sollen wir das ändern, wenn das so alles so funktioniert, ne, da werden irgendwelche Sachen da gemietet und was weiß ich nicht alles, oder es werden Veränderungen vorgenommen, Frequenzveränderungen vorgenommen, dem Bürger wird aber nicht gesagt, plötzlich hat er kein Fernsehen mehr, was mache ich jetzt? Nicht jeder denkt daran, ich müsste jetzt mal wieder das Gerät umstellen oder ich muss mal die Frequenzen wechseln oder ich lasse da mal einen Suchlauf starten. Nö, die flippen dann aus und rennen einem die Bude ein und wir müssen dann den Kopf hinhalten. Darauf haben wir natürlich keine Lust mehr. Deswegen wird auch Freenet absolut nicht mehr verkauft. Weder eine Karte, wir wollen mit Freenet nichts mehr zu tun haben. Wir bleiben bei Astra. Wir waren ja selber bei Astra 98,5 mit UPROM TV, Du bist TV. Wer einige noch hat, da steht noch UPROM. UPROM, das waren wir. So, wie gesagt, nach der CeBIT 1995 sind wir ja nur wegtorpediert worden. Auch durch die ganze Geschichte, die da im Fernsehbereich abgelaufen war. Früher, wie alles angefangen mit AOL und Medien und ICQ und Skype und Duo.de Community, das waren auch schöne Zeiten. Wie gesagt, ab 95 nach der CeBIT ging das so langsam los. 79, 86 etc., da waren ja die Pixelväter an der Macht, das weiß ja jeder. So, jetzt reden wir alles über Internet. Auch YouTube ändert das Ganze. Man kann mit YouTube jetzt auch nicht mehr Geld verdienen. Da muss man schon eine gewisse Einschaltquote haben, um dort Geld verdienen zu dürfen und so weiter und so fort. Also heutzutage ist hier, wie gesagt, nur noch Kaufen und Verkaufen. Die Bürger und die Jugendlichen vor allen Dingen wollen alle Schauspieler werden, vor allen Dingen YouTube-Stars. Irgendwelche YouTube-Stars sind ja unterwegs, aber keiner guckt dahinter, wer fördert denn diesen angeblichen YouTube- oder Instagram-Star. Das will gar keiner wissen. Man sieht das da. Nee,
Die Stars werden gemacht, aber nur von gewissen Leuten werden die gemacht. Stars von selber werden schon einige gemerkt haben, klappt nicht. Sie können da ruhig Gitarre spielen, sie können Geige, sie können alles Mögliche dort machen. Das ist alles nur kurz, weil richtigen Beruf daraus wird nicht. Ich habe also noch keinen Künstler gesehen, der von YouTube ins Fernsehen wirklich übernommen wurde, außer richtig Leute, die nichts drauf hatten, also überhaupt nichts drauf hatten, die wirklich so schräg sind, geht nicht. Also unser einer kann nicht schräg werden, wir haben viel zu viel Erfahrung, wir haben 60 Jahre Lebenserfahrung, wir haben 50 Jahre Fernsehen und Digitalerfahrung, sind seit 40 Jahren selber in dem Beruf. Meine lieben Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kundschaft, die uns tagtäglich hier bemühen, damit wir für Sie da einiges machen. Jetzt sind wir tätig, indem wir sagen, Freenet TV, nein danke, bloß kein Freenet. Dann lieber Telekom, da hat man einen besseren Ansprechpartner, da gibt es auch noch Verteilereinheiten, wo man hingehen kann und sagen, hey, hier funktioniert was nicht, bei Freenet geht ja gar nichts. Noch nicht einmal info@freenet.de, keine Chance. Man muss dann, wie gesagt, auf den ihre Seite eingeloggt sein mit seinem Gerätenamen, sonst klappt da gar nichts. Ja, ist klar. Oder man beschwert sich bei Facebook unter Freenet und so weiter und so fort. Also Finger weg von Freenet. Wer keinen Ärger haben will, geht andere Wege, fernzuschauen. Also wir Älteren gucken kein Fernsehen mehr. Wir haben keine Lust mehr darauf. Also unser einer. Wie gesagt, wir kommen vom Fernsehen und der WDR da bringt nichts und ZDF, ARD sowieso nicht. Und Deutschlandradio hören wir auch nicht. So. Und wir wollen das alles nicht und diesbezüglich wurde dieser Videoclip jetzt heute gemacht. Finger weg von Freenet, ihr habt nur Ärger. Und man muss wirklich da irgendwelche Anwälte einschalten, damit Freenet mal wieder vernünftig wird. Weil Freenet kann nicht weiter die Kunden so dermaßen niedermähen. Also der Service ist schlecht, Warteschleifen zu lang etc. Wir hören uns das alles an, wir haben es recherchiert, wir haben es selber versucht, richtig. Man hat dort wirklich nur Ärger, man hat keine richtigen Ansprechpartner und so weiter und so fort. Das Online wird so langsam zur Falle, was an sich 1995 schon gesagt wurde, passt bitte auf, das Internet kommt und so weiter. 99 war der Siegeszug und jetzt haben wir den Salat. Egal was, irgendwas mit Bankdaten und freigeben und bitte abbuchen und was weiß ich nicht alles. Und wenn man das gute Produkt nicht mehr haben möchte, fängt der Ärger an. Der Ärger ist sogar bei Amazon mittlerweile, weil man dann plötzlich auch Abos bekommt. Der Papier-Abo haben wir hier plötzlich haben wir Tinten-Abo. Bis wir herausfinden, dass wir das alles mal wieder stoppen, wir brauchen es nicht. Ja? Ständig kommt irgendetwas hier ins Haus, was wir gar nicht wollen. Wir wollten es nur einmal. Ja? Bei Amazon steigt man da auch nicht mal eben so durch. Man hat auch nicht so eine Zeit. Man ist gewöhnt zu, ne? Man ist gewöhnt zu klicken, alles funktioniert und dann irgendwann entstehen da plötzlich Abos. Plötzlich kommt irgendwann irgendwas ins Haus und hat man so einen Stapel da. Gut, man kann es natürlich auch wieder zurückschicken etc. Aber man ist erstaunt. Also heute haben wir einige Abos da erstmal gelöscht. Ne? Wollen wir nicht, weil sonst haben wir hier eines Tages Ware um uns herum, die kein Mensch haben will. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt ein Star Wars Abo gehabt hätten, aber auch das Star Wars Abo hätten wir jetzt sofort gelöscht, weil Star Wars im Moment im Jahre 2018 ein bisschen ruhig. Ja, am 6. Februar kommt zwar beim Super Bowl, ja, Good Morning America, kommt zwar ein, zwei Solo-Trailer, wenn wir großes Glück haben, aber Walt Disney möchte an sich sein Marvel vorstellen. Ja? Walt Disney hängt ein bisschen mehr an Marvel wie an Star Wars. Ne? Bei Star Wars floppt noch ein bisschen und bei Marvel läuft ja. Ne? Ein Marvel kommt ja nach dem anderen. Ob nun Wonder Woman, ne? Das ist schon im DC-Bereich, hat mit Marvel da nichts zu tun. Und so weiter. Also ihr wisst schon, alles mögliche. Captain America und der grüne Hulk und Spider-Man und so weiter. Ne? Batman, Superman und die ganzen Gilden in einem und so weiter. Bei Netflix zu sehen und so weiter und so fort. So. Wie gesagt, Disney ändert das jetzt auch. Disney hat ja 21 Central Fox gekauft und will alles anders machen ab 2020. Lassen wir uns überraschen, kommt neues Stream-Fernsehen auf uns zu. Das reguläre, wie gesagt, schauen wir nicht, wollen wir nicht. Und bei Freenet lasst die Finger weg. Wenn ihr damit nicht klarkommt, bitte bei Freenet nur eine Karte kaufen, einlesen, 69 Euro.
bezahlen oder über Amazon kaufen, dann habt ihr ein paar Euro gespart. Gebt den Codec ein, dann könnt ihr fernschauen und dann ist Ruhe. Bloß keine Bankdaten freigeben, dann fängt der Ärger an. Viele Kunden haben, wie gesagt, Bankdaten freigegeben. Da war an dem Tag das Buchen nicht möglich und so weiter und so fort. Und weil innerhalb eines Monats dort gekündigt werden kann, schwupp, war das Fernsehen weg. Gut, wie gesagt, gerade eben schon wieder einen Kunden gehabt, diesbezüglich gesagt, jetzt reicht's, wir veröffentlichen es. Wir haben der Freenet-Gesellschaft auch schon gesagt, kann jetzt sein, dass wir lauter Anwälte schicken müssen nach Freenet, damit dann endlich mal richtig funktioniert, das freie Netz. Also Freenet ist ja gar nicht frei, kostet 5,75 im Monat, damit man denselben Müll oder Mist, egal wie ihr es bezeichnet, in HD sehen könnt. Kein Mensch braucht Werbung in HD, kein Mensch braucht das Fernsehen in HD. Wenn, dann sollte man seinen Lieblingsfilm so schauen, wie man es mag, auf einer DVD, auf einer Blu-ray oder auf 4K. So, die drei Möglichkeiten und hurra. Jeder baut sich da irgendwie nach seinem Geldbeutel sein kleines Heimkino und schaut dann seine Filme oder halt streamt mit Netflix, Amazon und Co. und macht sich selber seine Zeit rund und froh. So, mehr können wir nicht sagen. So, wie gesagt, Traum aller Nächte mittlerweile ist und bleibt das Fernsehen. Ja, da kriegt man nur Albträume, nur Ärger. Okay, heute Abend ist Heute-Show. Die Heute-Show können wir euch auch wieder ans Herz legen und natürlich quer die Sendung im Bayerischen Rundfunk können wir euch auch ans Herz legen. Beide Sendungen finden wir gut. Die nächste, Kabel 1 könnte, also wenn ihr jetzt, na, ist schon zu spät, aber könnt ihr einschalten, mein Lokal, dein Lokal, dafür arbeiten wir auch gerade eben, weil jemand da seinen Fastfood-Trucker vorstellen will und diesen Fastfood-Trucker haben wir im Auftrag übernommen, daraus was zu machen. Könnt ihr also demnächst bei uns hier sehen. Werde ich hier abstrahlen, einstrahlen und auch beim Sondersender NRW TV veröffentlichen. Den sogenannten Food Trucker, der die heiße Kiste wirklich vor die Haustür bringt und euch das heiße Essen sozusagen in die Wohnstube bringt. Ja, also ihr könnt eine Pizza bestellen, die kommt dann also wirklich ofenwarm sofort in eure Wohnung und nicht erst geliefert, halb gar, nochmal aufwärmen oder zu kalt, je nachdem, damit. Das ist eine neuartige Idee bei dein Lokal, mein Lokal, bei Kabel 1. So, diesen Food Trucker da. Ne? Gut, ja, das war's von heute, für heute. Und wie gesagt, das ist so eine Ansage über Freenet. Also lasst die Finger davon, wenn ihr dann damit nicht klarkommt. Fragt den Vermieter, ob ihr nicht vielleicht doch mit Astra arbeiten könntet. Ja, ihr seht alle Sendungen. Ihr seht auch sehr viele Sendungen in HD. Ja. Und ihr seht natürlich auch Sendungen, die ihr hier jetzt gar nicht sehen könnt durch Freenet. Durch Freenet könnt ihr nämlich nicht alles nicht sehen, weil viele wollen Zalando sehen oder diesen Hollywood- oder beziehungsweise Bollywood-Sender da. Und Z-Nation und was weiß ich nicht alles. TNT geht auch wiederum nicht und Unity und wie die alle heißen, also die zusätzlichen Sender, sogar Sci-Fi geht nicht, müsste man dann wieder bei der Telekom und so weiter. Es kann, also viele haben Telekom, Freenet, wie die alle heißen da und oder Netflix oder Amazon und so weiter, so viel Film kann keiner gucken und so viel Geld sollte man auch nicht ausgeben. Bei YouTube mittlerweile kosten auch Filme, ja, bei YouTube kann man jetzt auch Filme sich anschauen für Geld, wie das da gehandhabt wird, weiß ich noch nicht, ist mir aufgefallen. Wollte gerade gucken, dann stand daneben, ja, 2,99 Euro oder was, hätte ich den Film eben gucken können. Aber nur mal eben kurz reinschauen, 2,99 sehe ich jetzt auch wiederum nicht ein. Ich werde heute Abend wieder Netflix gucken, für 3 Monate da 11 Euro, finde ich gar nicht mal so schlecht, ja, ist gar nicht mal so teuer und ja, macht Spaß, man hat sehr viel die Serie und vor allen Dingen keine Werbung. Ne? Hin und wieder muss man zwar quittieren, sind sie noch da, okay, dann tippt man da drauf, ist in Ordnung, kann also schon mal abstürzen, okay, kann auch schon mal passieren, dann guckt man halt mal kein Fernsehen, dann geht man halt mal früh ins Bett, so als Tipp, aber mit Freenet, den Ärger mit Freenet, nein, danke, also, nee, also was die Kunden hier durchgemacht haben, eine Zeit lang mit Freenet, tun wir uns nicht mehr an, also wir verkaufen keine Freenet-Karten, wer kauft bitte bei Amazon die Freenet-Karte, wir schalten sie euch gerne frei, ja, auf eurem Namen, ist klar, nicht auf unseren Namen, und somit könnt ihr dann,
euer Kadaverfernsehen da mit Freenet genießen. Ja, also empfehlen tun wir es nicht, auf, um Gottes Willen. Also keiner braucht Freenet TV. Keiner. Wirklich nicht. Also.